Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Und heute möchte ich eine Meldung verlesen und meinen berühmten Senf dazugeben über Galeria Karstadt Kaufhof und die sogenannte Rettung. Und ja, wir lesen das einfach mal vor. Also, ein Investorenkonsortium will Galeria Kaufhof erhalten als Ganzes und mehr als 70 Filialen übernehmen. Das klingt schon mal sehr gut als Headline. Dann weiter. In den Medien war bereits spekuliert worden. Nun ist es offiziell. Die in New York ansässige Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners und BB Capital, das Family Office des Unternehmens Bernd Beetz, übernehmen die erneut in Insolvenz gerutschte Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Die Vereinbarung sieht vor, dass das deutsch-amerikanische Investorenkonsortium Galeria als Ganzes erhält und voraussichtlich mehr als 70 Filialen bundesweit übernehmen wird. Da viele Mietverträge noch gemeinsam von dem Insolvenzverwalter und der Galeria Geschäftsführung mit den Vermietern verhandelt werden, werde die Entscheidung über die genaue Anzahl der zu übernehmenden Filialen erst Ende April fallen. Das Investorenkonsortium strebt die Übernahme und die Finanzierung von Galeria im Rahmen eines Insolvenzplans an. Rechtsanwalt Stefan Denkhaus von der Kanzlei Bögerode-Lübbehusen, abgekürzt BRL, Insolvenzverwalter der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, will den Plan Ende April beim Amtsgericht in Essen einreichen. Die Gläubigerversammlung werde dann voraussichtlich Ende Mai zustimmen. Der Insolvenzverwalter Denkhaus dazu: Wir haben intensiv mit zwei potenziellen Investoren verhandelt und uns gemeinsam mit dem Gläubigerausschuss für die beiden Investmentgesellschaften entschieden. Sie haben uns mit unternehmerischem Mut, einem tragfähigen wirtschaftlichen Konzept und nachgewiesener finanzieller Solidarität überzeugt. Gut, weil man weiß, dass Galeria auch schon zweimal in der Insolvenz gewesen ist, fragt man sich natürlich, wie die Konzepte vorher aussahen, aber das steht mir ja hier überhaupt nicht zu. Das wird schon alles seine Richtigkeit gehabt haben und jetzt haben wir endlich das tragfähige wirtschaftliche Konzept. Wunderbar. Ich mache erstmal weiter. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens werde Denkhaus, also der Insolvenzverwalter, voraussichtlich bis Ende Juli 2024 die Kontrolle über das Unternehmen behalten. Dann treten NRDC, Equity Partners und die BB Capital SA als Eigentümer ein und die Führung geht vom Insolvenzverwalter auf Beetz als Shareholder und Chairman mit dem bestehenden Management um CEO Oliver van den Bosche von Galeria über. Gut, soweit erstmal die reinen Fakten. Dann kurz über die beiden Investmentgesellschaften, die ja dann zusammen als eines auftreten. BB Capital und NRDC Equity. Also die BB Capital SA aus Lugano, die wurde 2012 als private Vermögensgesellschaft von Bernard Betz nach dem Börsengang des globalen US-Kosmetikunternehmens Coty Inc. gegründet. Beetz war nämlich damals der CEO von Coty und auch schon ehemaliger Galeria-Aufsichtsratsmitglied. Da kommt also das Geld her, also nicht als Aufsichtsratsmitglied, bestimmt auch, aber als Börsengang von Coty. Bei Börsengängen wird eine Menge Geld verdient, das wissen wir alle. So, er bringt umfangreiche Erfahrung in der internationalen und deutschen Einzelhandelsbranche mit. Denn vor dem Eintritt bei Coty war Beetz bei LVMH, das ist Moët Hennessy Louis Vuitton, für den weltweiten Geschäftsbereich Mode, Parfüm und Kosmetik von Christian Dior verantwortlich. Davor war Beetz 20 Jahre in verschiedenen Managementpositionen bei Procter & Gamble in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, Türkei mit anschließender gesamteuropäischer Verantwortung tätig. Gut, ich denke, wenn man für ein spezielles Unternehmen wie hier Christian Dior oder
Mood, Hennessy, Louis Vuitton tätig ist, dann hat man eine genaue Zielgruppe, wen man ansprechen soll. Man ist spitz fixiert. Das ist bei einem breit aufgestellten Warenhaus anders, meine Meinung. Aber wir machen erstmal weiter. Betz sagt dazu, wir glauben an die Zukunft von Galeria und haben nur einen Fokus, das Warenhaus. Wir wollen langfristig investieren, das ist schon mal gut, dann scheint genug Geld da zu sein, entwickeln und wachsen, auch gut. Ich hoffe, man hat die entsprechende Vision dazu. Die nächsten Wochen sind entscheidend, um die Voraussetzung für ein solides Geschäftsmodell zu schaffen. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, können wir Galeria auf einen erfolgreichen Kurs bringen. So, das war das eine Investmentgesellschaft und jetzt kommen wir zur anderen Investmentgesellschaft. NRDC Equity Partners ist ein privates Investmentunternehmen des Kanadiers Jack Barker. Baker, wie auch immer. Er hält auch die Mehrheit an den Warenhausunternehmen Hudson Bay Company und Saks Fifth Avenue. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das heißt, er kennt sich im Warenhausgeschäft aus. Jetzt werfen wir mal ein bisschen Schatten darauf. Zwischen 2015 und 2019 war Barker bereits einmal Eigentümer der Warenhauskette Galeria Kaufhof. René Benko, damaliger Eigentümer, Karstadt-Eigentümer, hatte das Nachsehen. Also, wir haben hier jemand, der es schon mal probiert hat, 4 Jahre lang, von 2015 bis 2019. Und wir wissen, wo Galeria heute steht. Schwierig. Natürlich hat jeder eine zweite Chance verdient, da bin ich ja bei euch. Und man kann aus Fehlern lernen und alles besser machen. Die Frage ist, hat man daraus gelernt und wird jetzt alles besser? Das lassen wir mal im Raume stehen. René Benko hatte damals das Nachsehen und der Herr Backer hat es schon mal gemacht. Galeria ist mehr als nur ein Kaufhaus. Es ist eine ikonische Marke, die von allen Deutschen gemeinsam erlebt und die Eigentümer verdient, die bereit sind, sie als Ganzes zu betreiben, sagt Backer, Founding Partner NRDC Equity Partners. Yo! Wenn das so doll wäre und er so cool wäre und so gut wäre, hätte er es ja schon zwischen 2015 und 2019 geschafft. Aber gut, das heißt, wir fassen mal zusammen. Es gibt zwei Investoren, die Erfahrung mitbringen, die Geld mitbringen, die Galeria weitgehend erhalten wollen und mehr als 70 Filialen übernehmen wollen. Genaues werden wir, denke mal, in 4 Wochen wissen. Das ist mal die gute Nachricht. Angeblich oder augenscheinlich, sagen wir mal so, hat der Insolvenzverwalter die Pläne für die Zukunft geprüft und für gut befunden. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Die Frage ist aber tatsächlich, ob die Märkte sich so entwickeln wie prognostiziert. Und ich sehe das immer kritisch, wenn jemand schon mal die Chance hatte, und zwar 5 Jahre, nehmen wir mal 15, 16, 17, 18, 19, das sind ja 5 Jahre. Und wenn man sagt, naja, vielleicht waren es nur 4,5, ist ja egal. Das heißt, da hat sich schon mal jemand probiert und hat aber letztendlich Insolvenz anmelden müssen. Dann finde ich das schwierig, wenn man ja diesen Weg wieder geht. Letztendlich will ich es aber nicht kaputt reden, darum geht es auch gar nicht. Ich sage nur meine offene Meinung und die sieht so aus. Ich finde es kritisch. Ich traue das diesen beiden tatsächlich nicht zu. Das heißt nicht umsonst, neue Besen kehren gut. Und ich hätte tatsächlich das an ein anderes Konsortium, andere Investoren, andere Menschen mit anderen Ideen, anderem Mut, anderen Visionen gegeben. Denn die Gefahr, eins ist ja klar, und das will ich nicht unterstellen, aber eins ist klar, da wo es um so viel Geld geht, wo es möglicherweise um Zuschüsse geht, wo man Unternehmen ausgliedern kann und vielleicht die guten Teile behalten kann, wie auch immer. Wir wissen nicht, was passiert. Aber es wird keiner machen, um das Ganze permanent zu finanzieren. Irgendwann muss Geld verdient werden und die beiden Investmentgesellschaften wollen Geld verdienen. Ich hoffe im Sinne aller der Beschäftigten, dass das Geld gemeinsam als Ganzes mit Galeria verdient werden soll und nicht die guten Sachen gliedern wir aus. Und die schlechten schicken wir in eine neue Insolvenz. Das hoffen wir mal nicht. Und ich drücke den beiden Investoren und der Investmentgesellschaft der neuen die Daumen. Und ja,
Ich muss den Job hier ja noch ein paar Jahre machen. Über Marken berichten. Und ich hoffe tatsächlich nicht, dass wir in den nächsten 2, 3, 4 Jahren wieder hierüber reden und sprechen müssen. Also, ich wünsche alles Gute und wir schauen mal, wie es denn letztendlich enden wird. Ihr dürft mir gerne eure Meinung dazu hier unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Traut ihr das den beiden Investmentgesellschaften zu? Sagt ihr, jo, der eine von denen hat eine zweite Chance verdient? Oder sagt ihr vielleicht was ganz anderes, was ich jetzt auch nicht weiß? Oder seid ihr meiner Meinung, man hätte das durchaus mal jemanden anders geben können, denn viel schlechter kann man es ja dann auch nicht machen. Wie auch immer, ich bin gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese sie, nehme mir Zeit, beantworte jeden einzelnen Kommentar. Ist ja logisch. Und dann gucken wir mal, was ihr da draußen meint und was wir letztendlich für eine Meinung hier zusammenbekommen. Super. Dann danke ich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören und sehen uns dann, denke ich, morgen wieder, denn auch morgen gibt es wieder ein, zwei Videos und ihr wisst ja von mir, über Marken gibt es immer was zu sagen. Bis dann, Servus!